dies. Es ist der Herr, der Mose und Aaron, und brachte ihre Väter aus dem Lande Ägypten. Die Tatsache war, als unbestritten, wie es noch herrlich, wie würden Moses jemals veranlasst worden, die verpflichtete Aufgabe der Befreiung aus Ägypten, wenn der Herr ihn nicht gesendet? War er nicht die meisten nicht bereit, die Wüste zu verlassen und zurück nach Ägypten? Was könnte Aaron haben für sie getan, wenn der Herr nicht geführt und salbte ihn? Wie konnten die Menschen gefunden haben, eine Entschuldigung für die Ägypten verlassen, sogar für einen Tag, wenn Gott nicht erforderlich hatte sie? Wie konnte Pharao induziert wurde, sie gehen zu lassen, als auch die ersten neun Plagen nur sein Herz? Oder wie können sie von ihm und seiner Armee entkommen gehärtet? Hatte der Herr nicht das Meer, die seiner Erlösten unterteilt in Ohnmacht über die Tatsache nicht bestritten werden? Ihre Existenz als Volk und ihre Ansiedlung in Kanaan waren durch die besondere Gnade des Herrn, wenn jemals eine Nation alles verdankte der Macht. Oben, Israel alles verdankte, Jehova. Keine Unterscheidung könnte auch nur annähernd diese in seiner einzigartigen Pracht. Und doch gab es einen Mangel an Herzlichkeit seitens der Menschen in einzugestehen. Sie waren teilweise zumindest blind für seine Übertrafglanz. Die Wahrheit ist, sie nicht wie all die Pflichten und die Verantwortung, die daran beteiligt. Es ist die höchste Ehre, einen Sohn, um einen göttlichen Vater, aufrecht, ehrlich, konsequent in den Dienst an Gott haben. Doch viele ein Sohn nicht realisieren, und manchmal in seinem geheimen Herzen wünscht er, dass sein Vater waren nur ein wenig mehr wie die Männer der Welt. Es ist die höchste Kapitel in der Geschichte einer Nation, die ihre Kämpfe für die Ehre Gottes und die Freiheit des Menschen zeichnet, doch es gibt viele, die keine Rücksicht auf diese Kämpfe zu haben, aber kündigen ihren Meister als Raufbolde und Fanatiker. Enge Verbindung mit Gott nicht ist, in den Augen der Welt, der herrliche Sache, dass sie in Wirklichkeit ist. Wie seltsam, dass das so sein sollte. Gerechter Vater, rief Christus in seiner Fürbitte, die Welt hat dich nicht bekannt. Er war beunruhigt auf der weltweit Blindheit für die Exzellenz Gottes, wie seltsam es ist, sagt Richard Baxter in Substanz irgendwo, dass Männer Schönheit in so viele Dinge zu sehen, in den Blumen, in den Himmel, in der Sonne, und doch blind für die höchste Schönheit von allen, der Brunnen und das Wesen aller Schönheit, die Schönheit des Herrn nie Ruhe. Meine Freunde, solange, wie dies auch für Sie, ist nicht die Tatsache, dass Gott zu Ihnen, auch wenn in Jesus Christus offenbart, wie eine Wurzel aus dürrem Boden, ohne Form oder Anmut oder Schönheit, darum sollten Sie ihn sich wünschen, ist das nicht, wenn es ein tatsächlich gleichermaßen alarmierend und erschreckend? Machen Sie es Ihrem Gebet, dass er befahl, die das Licht aus der Finsternis herverleuchten würde in ihrem Herzen scheinen, um das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Nachdem nachdrücklich das grundlegende Tatsache in der Geschichte Israels festgelegt sind, Samuel nächsten Erlös auf sie argumentieren. Die Argumentation stützt sich auf zwei Klassen von Tatsachen, die erste, dass, wenn die Leute verließen Gott, hatte sie in Schwierigkeiten gebracht worden, die zweite, dass, wann immer sie taten Buße und rief zu Gott, er lieferte sie aus ihren Schwierigkeiten. Der Prophet bezieht sich auf mehrere Instanzen von beiden, aber nicht erschöpfend, so dass nicht jede Instanz umfassen. Unter denen, in deren Hand Gott gab ihnen, waren Sisera, die Philister, und die Moabiter, unter denen sich erhöht, um sie zu befreien, wenn sie schrie zum Herrn waren, Jerubbaal und Bedan und Jephthah und Samuel, der Name nicht in Bedan auftreten, die Geschichte, und da die hebräischen Buchstaben, die das Wort bilden, sind sehr ähnlich zu denen, die Barak zu bilden, wurde angenommen, und ich denke, mit der Vernunft, dass das Wort Bedan ist nur ein Schreibfehler für Barak. Die Verwendung der Prophetmacht der beiden Klassen von Tatsachen ist, zu zeigen, wie Gott direkt in dem, was geschah, die Nation besorgt. Der ganze Verlauf ihrer Geschichte unter den Richtern hatte gezeigt, dass Gott zu verlassen und Götzen anbeten war es, auf die Nation Katastrophe und Elend zu bringen, zu Gott zurückzukehren und Wiederherstellung seiner Verehrung war reichlich Wohlstand und Segen zu sichern. Das war so sicher gemacht von Ereignissen der Vergangenheit wurde, wie es war sicher, dass die Rollläden in einer Wohnung in der Nähe war, sie in die Dunkelheit eintauchen, und das war, sie zu öffnen, um Licht wiederherzustellen. Ursache und Wirkung gemacht worden war, so sehr deutlich, dass jedes Kind kann sehen, wie die Sache stand. Nun, was war es, die vor kurzem stattgefunden hat? Sie hatten Mühe, von der Ammoniter hatten. Beifer.
1 Sa 12. 12, der Prophet sagt, was nicht schon gesagt, dass diese Probleme mit der Ammoniter hatten, mit ihren zu ihm kommen, um einen König bitten angeschlossen. Offenbar, die Belagerung von Jabesh-Gilead war nicht das erste offensive Handlung, die Ammoniter begangen hatte. Sie hatten keinen Zweifel worden, reiz die Stämme auf der anderen Seite des Jordan in vielerlei Hinsicht, bevor sie fuhr fort, dass die Stadt anzugreifen. Und wenn ihr Angriff war überhaupt wie das, was in den Tagen von Jephthah stattfand, muss es sehr ernst und sehr bedrohlich sein. Siehe JDG-10, 8, 9. Nun von dem, was Samuel sagt, hier, so scheint es, dass dieses Ärgernis aus der Ammoniten war der unmittelbare Anlass der Menschen, die einen König haben. Hier wollen wir beobachten, was ihren natürlichen Lauf gewesen wäre, in Übereinstimmung mit früheren Präzedenzfall. Es wäre zum Herrn schreien, um sie von der Ammoniter zu liefern haben. Da sie für die Erlösung geweint hatte, als die Ammoniten für 18 Jahre geärgert und unterdrückt alle Stämme ließ sich auf der Ostseite des Jordan, und wenn sie auch über den Jordan gegangen, um gegen Juda und Benjamin und Ephraim zu kämpfen, und der Herr erweckt Jephthah, so sollten sie dem Herrn in dieser Zeit geweint haben, und er würde ihnen einen Retter gegeben haben. Aber anstatt, dass sie Samuel fragte sie, einen König zu geben, damit er sie zu liefern. Sie sehen daraus, welche Ursache Samuel hatte, um sie mit Ablehnung Gott für ihren König zu erheben. Sie sehen in der gleichen Zeit, wie viel Geduld Gottes in so Samuel, ihre Bitte zu gewähren, ausgeübt. Gott praktisch sagte, ich werde gnädig aufgeben, mein Plan und Platz für mich zu ihnen. Ich gebe den Plan der Anhebung eine spezielle Zusteller in besondere Gefahr und lassen ihren König ihre Befreier sein. Wenn sie und ihr König treu mein Bund sein, werde ich die gleichen Gnaden, ihnen zu geben, wie sie erhalten hätten, die Dinge blieben, wie sie waren. Es wird immer noch wahr sein, wie ich versprochen, Abraham, ich werde ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Dies ist die dritte Sache, die Samuel ist besonders besorgt auf die Menschen drücken, und das tun wir in den restlichen Verse, 1 Sa 12, 13, 25. Sie sollten daran denken, dass ihr einen König in keiner Weise und in keinem Grad befreit sie von ihren moralischen und geistlichen Verpflichtungen zu Gott.